Moinsen, ihr Füchse da draußen. Willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Pokémon Schwert mit dem Schneelande-DLC. Wir sind momentan dabei, die drei legendären Vögel zu fangen. Und beginnen mit dem Gala Arctos. Wie komme ich denn da runter? I need to get down there. Da sind tolle Sachen, die ich haben möchte. Ah, hier, guck mal. So, und das Gala Arctos eiert irgendwo hier in der Gegend rum. Müssen wir nur schauen, wie wir das finden. Das heißt, wir werden heute herumfahren. Ups. Buenas noches. Gib mal her, was rum. Du hast einen Mini-Pilz. Eigentlich wollte ich nur dieses Item da haben. Gib her. TP20 Delegator. Delegator. Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. Praktisch. Was ist das hier? In diesem Grab aus alter Zeit sind die folgenden Worte eingemeißelt. Trage meine Stimme hinaus in die Welt. Aha. Hat bestimmt was mit dieser anderen Prüfung zu tun, aber dazu kommen wir noch. Wir machen jetzt erstmal die legendäre Vögel. Ah, hier gibt es ein Evoli. Einfach so. Unfassbar. Wenn ihr euch noch erinnert, wie lange ich damals rumgesucht habe, bis wir endlich ein Evoli hatten. Meine Güte. Und jetzt einfach so. Und das interessiert mich nicht, weil ich inzwischen so viele Evolis habe. Fläschchen AP Plus. So. Okay. Wir fahren mal rum. Also hier scheint es auf jeden Fall irgendwie nicht zu sein. Das heißt, wir werden mal das Gebiet wieder wechseln. Oder ist es vielleicht da unten? Es hatte ja vorhin so einen lauten Ruf von sich gegeben. Ich denke mal, man fährt jetzt durch die Gegend. Und wenn man den Ruf vernimmt oder so, dann ist man richtig. Weil es hieß ja nur, es befindet sich irgendwo hier eine konkrete... Also Wegbeschreibung von wegen, ja, dort oder dort gab es ja nicht. Sondern einfach nur, es ist in den Schneelanden. Die Schneelande sind sehr groß. Wie ihr ja seht. Ich will mich auch nicht beschweren. Ich finde, also was das angeht zumindest, kann ich sagen, finde ich, sind die DLC ihr Geld wert. Also wer gerne Dyna raidet und Co. Es gibt hier zwei wirklich fette, große neue Gebiete, die auch hübsch designt sind für Pokémon-Niveau auf jeden Fall. Finde, da muss man sagen, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ob der Content einem jetzt dazu sagt, das müsst ihr für euch entscheiden. Ich werde am Ende auf jeden Fall mein Fazit noch geben. Aber dafür beenden wir es erstmal, ne? Aber zumindest was das angeht, Umfang der Welten, die dazugekommen sind, finde ich es okay. Das ist ganz solide. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. So, dann gehen wir jetzt einfach mal wieder in ein anderes Gebiet. Und gucken mal, ob wir den Vogel irgendwo finden. Bett des Giganten. Und dann müssen wir den ja auch kriegen, den Vogel. Wir dürfen den ja nicht... Wir können ja den auch noch verlieren, wenn wir das nicht schaffen. Was dann? Das ist gar nicht so einfach. Ich sehe ja schon, dass ich die einfach platt mache, ne? Tja, Vögelchen, wo bist du? Ah, guck mal, der nächste Tempel. Vielleicht können wir den direkt lösen. Na, nur auf der Tür steht was geschrieben. Lass das erste Pokémon einen Stein tragen, der es unveränderbar macht. Ein Ewigstein. So, Beutel. Da müssen wir bestimmt bei dem anderen auch ein Item nehmen, was irgendwie glockenmäßig erklingt. Ewiges Eis. So viele neue Dinge. So, jetzt müssen wir mal den Ewigstein suchen. Eisen, Calcium, heißer Orb. Aprikose, Rüstung, Sonderbaum, Eisbrocken. Akku.
Magnet, Sanftglocke, das ist bestimmt das Glockending, ey. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Ewigstein habe. Hoffe ich doch. Knolle, Kletterdorn. Da! Geben. Geben wir einfach Karma. Das Pokémon trägt nun einen Ewigstein. So, und dann müssen wir jetzt einfach nur Karma eben kurz mal auf Platz 1 packen. Nanu, auf der Schule wird es geschrieben. Okay. Second Rätsel gelöst. Das war zum Glück nicht so schwer. Rinder. Okay. Mal sehen. Bums, bums, bums. Bums, 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 bums. Diese Figur. Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Und jetzt schnell mit der Figur reden. Eine unglaubliche Gesteinsenergie strahlt von dieser Statue aus. Möchtest du sie untersuchen? Ja. Und ein Gestein-Pokémon. Okay. Ein Regirock wild erscheint. Da bin ich ja mit Wasser jetzt sogar richtig gut am Stissel. Müssen wir ja eher aufpassen. Wenn ich da jetzt Lehmbrühe drauf meddle, ist das Ding bestimmt komplett platt. Was nehmen wir denn da jetzt mal am besten? Feuer wäre nicht zu krass. Elektro ist natürlich ganz blöd. Eis könnte klappen. Lass mal Eis ausprobieren. Ich mache mal einen Aurora-Strahl und hoffe, das Ding ist nicht sofort im Arsch. Ja, wunderbar. Guck mal. Hammerarm. Bam! Das wird wehtun. Initiative sinkt. Noch ein Aurora-Strahl. Einfach weitermachen. Ja, Aurora-Strahlen ist so lang runter, bis wir wieder Hyperbälle spammen können. Ich glaube, einen weiteren traue ich mich schon gar nicht mehr. Ich habe 18 Hyperbälle, hoffen wir das Beste. Komm schon, sei einfach feige. Oh. Fast hätte es geklappt. Es hat einmal gewackelt, Alter. Oh, also fast hätte es geklappt, oh. Ganz knapp. Ganz knapp. Diddle-diddim, 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 Hyperball, Hyperball. Komm schon. Gib dich mir einfach hin. Schon zweimal? Ah, gut, schon zwei. Wird schon besser. Wurde schon besser. Kraftkoloss. Oh, oh. Junge, du musst mich mal ein bisschen entspannen. Ich will dich doch nur einfangen. Müssen bald mal wieder den Hyperballbestand auffüllen. Oh, hat er direkt aufgegeben. Wunderbar, Attacke verfehlt. Hyperball wieder rein, komm. Heieiei, jetzt komm schon. Ich brauche mal so eine Pokémon-Fang-Attacke, die noch immer 1 HP überlässt und so ein Kram. Oder schlafen und sowas, ne? Ich bin komplett nicht ausgerüstet für sowas. Muss ich echt zugeben. Komm schon, zweimal. Einmal. Ah, Feigling, Alter. Gib einfach auf. Bitte. Ups. Nein, nein. Wir spammen weiter Hyperbälle. Noch habe ich welche. Irgendwann wird der müde. Komm schon. Ich weiß halt nicht, ob wir die fangen müssen oder ob besiegen reicht. Oh oh. Komm schon, komm schon. Ach, Junge, Junge, Junge. Oh oh. Wird knapp. Komm schon, das wird jetzt klappen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, jetzt bleibt doch mal den Ball drinne. Regirox setzt Fluch ein. Verflucht er sich selber? Initiative sinkt. Angriff steigt. Verteidigung steigt. Wir könnten es jetzt nochmal mit dem Aurora-Strahl versuchen. Komm, wir sind nochmal so mutig. Vielleicht bringt es ihn jetzt nicht um. Der hat ja mehrmals Verteidigung erhöht. Ah,
hundertprozentig. Komm schon, das wird jetzt klappen. Ich bin mutig, ich bin mutig. Komm schon, komm schon, komm schon. Bleibt jetzt drinne. Das gibt's doch nicht! Oh, Karma, es tut mir leid. Ich hätte dich auswechseln sollen. Oh, sorry. Ich habe echt gedacht, das klappt. Das Ding wehrt sich aber auch, ey, bis aufs Blut, ne? Komm schon, Hyperball rein. Los, 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 los. We can do this. We can do this. Los, los, bleib drin. Ah, das gibt's doch nicht. Der gibt ja gar nicht auf, der Junge. Wir haben nur noch 8 Stück. Jetzt komm schon. Kann ich mehr machen? Noch weiter runter kriege ich den nicht. Ich muss so gehen. Komm schon. Ah, oh, das ist doch unfassbar. Der will sich aber wirklich nicht fangen lassen, der Junge. Der hat keinen Bock. Komm schon. Los, 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 los. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Wenn das nachher mit den Arktos und Gedöns so weitergeht, ey, ui, ui, ui. Aber wie geil ist das denn? Gala Arktos, Gala Zapdos und Gala Lavados. Ich hab ja nichts verfolgt von den DLC. Das finde ich ziemlich cool und ich finde die Designs von allen ziemlich gelungen. Ich habe ja auch schon bei Bühne Raiden welche davon gesehen, hab ich gar nicht als diese erkannt. Voll cool. Eieiei. Noch 5 Hyperbälle. Komm schon, bleib doch mal da drin. Folge bald rum. Was hat denn der Fuchs gemacht, diese Folge? Hyperbälle geworfen. Alle, die er hat. Das will einfach nicht, das Vieh. Wir spammen, bis es läuft. Hilft nix. Hyperball. Lall, lall. Ich kann nicht mal was trinken, wa? Ach. Fast hätte es geklappt, wie das Programm einfach lügt. Komm schon, ich habe so viel Hyperbälle nach dir geworfen. Das gibt's doch nicht! Wird ja immer schlimmer. Das Ding will nicht gefangen werden. Bei aller Liebe, das will nicht gefangen werden. Komm schon. Komm schon! Oh Mann! Alter. Komm schon. Komm schon. Drückt die Daumen, Leute. Ihr müsst die Daumen drücken. Oder die Pfötchen. Oder was auch immer ihr habt. Krallen ist egal. Drückt es. Ah! Ihr habt nicht gedrückt. Ihr müsst drücken. Nächste Mal jetzt. Komm. Ich glaube ganz fest an euch. Ihr müsst mich unterstützen. Drückt, was das Zeug hält. Oh nein, ich habe keine Hyperbälle mehr. Kacke. Ein eher seltener Ball, der als Reminiszenz an irgendein Ereignis hergestellt wurde. Premierball, Superball, Heilball, Nestball, Freundesball, Netzball, ein Ball, der sich besonders gut eignet um Wasser-Pokémon. Nope, Köderball, auch wieder Wasser-Pokémon, Finsterball, Levelball, Schwerball, ein Ball, der besonders gut geeignet ist, um Pokémon mit höherem Körpergewicht zu fangen. Ich denke mal, könnte klappen. Los, gönnen wir uns den Schwerball. Das Ding ist doch bestimmt schwer. Komm schon. Oh, danke, dass ihr gedrückt habt. Hat geklappt, er wurde gefangen. Heidewitzka. Das war jetzt ganz schön anstrengend. Für Regiorg wurde der Eintrag im Pokédex angelegt. Steingipfel-Pokémon. Gestein, 1,7 Meter, 230 Kilo. Sein Körper besteht vollständig aus Steinen. Wenn Teile davon abbröckeln, ersetzt Regiorg diese einfach durch neue Steine. Ja, so kann man das machen, ne? Spitznamen möchte ich ihm nicht geben, ne. Und direkt in der Box. Direkt in der Box. Tschüss, Regi. Du vermerkst den Stand der Dinge in der Legendennotiz Nummer 2. Also, ich habe jetzt das und ich habe das und das fehlt uns noch. Und das auch noch. Es gibt noch 2 weitere. Eins davon habe ich ja schon gesehen.
Piep, piep, piep. Ich weiß noch nicht, wo wir das finden mit dieser Glocke. Tagchen, ich bin's, Pony. Du übernimmst dich hoffentlich nicht, Expeditionsleiter. Wie bitte? Du bist dem Steingiganten Rigirock begegnet? Tja, saubere Arbeit, Expeditionsleiter. Aber vergiss nicht, auch nach den anderen Giganten Ausschau zu halten. Viel Erfolg. Jo, keine Sorge, wird gemacht. Ich schau mich natürlich um. Gar kein Problem. Habt ihr das gehört? Es befindet sich eindeutig hier in der Gegend. Ich habe sein Geräusch vernommen. Die Problematik ist nun, wir machen jetzt einmal eine Map auf. Denn ich muss mich zum einen heilen und wir brauchen neue Hyperbälle. Die sind nämlich alle. Bedeutet, was ist eigentlich diese Flagge? Gehe alle Legenden... Achso, gehe alle Legenden auf den Grund. Ja, ja, schon klar. Wir gehen jetzt erstmal zum Bahnhof. Schwupp. Also Ladezeiten regeln mal hardcore. Da kann ich mich jetzt echt nicht beschweren. Beim Bahnhof gibt es nämlich einen Laden. Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Ich möchte etwas kaufen. Hyperbälle. Das sind ein bisschen viele, aber... 100 hätte ich schon ganz gerne. Ja. Gib mal her. Vielen Dank, hier hast du deine Ware. Du bekommst als Bonus noch 10 Premierbälle dazu. Oh, Gönnung. Gibt es sonst noch etwas? Nö, das war's schon erstmal. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Das ist doch nett. So, dann gehen wir jetzt wieder ins Dörfchen. Da können wir uns auch eben mit der Karte nochmal behelfen. Freezedale. Und können uns eben kurz nochmal heilen. Pokémon heilen, bitte. Didim, dim. So. Tschüss. Okay, so. Dann geht's weiter. Wir machen uns jetzt erneut auf die Suche. Achso. Ich dachte gerade, hä? Nach Arktos. Irgendwo wird es ja sein. Wo geht's eigentlich hier hin? Achso, da ist wieder dieser Tempel. Wollen wir es nochmal versuchen? Lass ein helles Geräusch ertönen, das den Stahlgiganten erweckt. Tja, keine Ahnung. Was mag das sein? Was könnte das helle Geräusch sein? Wenn wir mal in unseren Beutel gucken. Lenpuder, Duftbeutel, Lunamax Bonbon. Knolle, Kraftfeder. Muskelband. Lass mal eben schauen, was wir so haben. Überreste, na wunderbar. Sanftglocke. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es besänftigt den Träger und macht ihn zutraulicher. Wollen wir mal probieren? Ich gebe mal die Sanftglocke an Karma. Nee. Ich weiß es nicht. Wir werden weitere Nachforschungen anstellen müssen. Da oben! Ich hab's gesehen! Ich hab's gerade gesehen. Es ist oben entlang geflogen. Aber wo ist es hin? Da. Verfolgen! Und nu? Ich glaube, es war das. Es fliegt wieder davon.
Ich muss ihm folgen. Ich weiß, die Folge ist jetzt eigentlich zu Ende, aber ist egal. Wir folgen ihm jetzt trotzdem. Es scheint sich, es kopiert sich und eins scheint sich irgendwie dann zu bewegen oder so. Hinterher, hinterher, hinterher. Witzig gemacht, aber es sieht so cool aus vom Design her. I like. Komm schon, Arctos. Oh. It is so beautiful. Bleib doch mal stehen. Muss ich seinen Schatten irgendwie erreichen oder wann macht es was? Ne, es fährt einfach endlos weiter. Ich folge mal weiter. Ich habe jetzt Angst, Pause zu drücken, weil ich nicht weiß, ob das Biest dann einfach weiterfliegt. Deswegen verfolgen wir ihn jetzt weiter. Wird heute mal ein bisschen Überlänge. Arctos, bleib mal stehen. Komm schon. Kopier dich mal wieder da in Dreiergespann. Scheiße. Jetzt fährt er rüber. Da, so. Es hier ist es. Wow, 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 wow. Wie soll ich mir denn merken, welches das ist? Ich glaube, es war das. Ich glaube, es war das. Nein, 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 komm. Ah, war wieder der falsche. Flipper aus. Wie soll man sich das denn merken, so schnell, wie sich das dreht? Oh nein, es fährt wieder weg. Okay, Leute, es hilft nichts. Wir machen dann an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen gemütlichen Break, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.